Wir spielen in der Mitte ein 4 gegen 4 plus jeweils pro Mannschaft zwei Außenanspieler. Die nächste Übung ist eine Durchgangsspielübung. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Wir haben ein Feld 25 auf 25 Meter, der Spieleranzahl angepasst. Wir spielen in der Mitte ein 4 gegen 4 plus jeweils pro Mannschaft zwei Außenanspieler. Das heißt, in der Mitte herrscht freies Spiel. Das heißt, wir haben beliebige Kontaktzahl und können somit uns durchkombinieren auf die andere Seite. Wenn der Außenanspieler angespielt wird, wechselt das Verhältnis des Anspielers und des Außenanspielers. Der von der Mitte aus nach außen angespielt hat, wechselt die Position mit ihm, wechselt nach außen und der außen gespielt hat, wechselt in die Mitte. Und es wird wieder versucht, auf die gegenüberliegende Seite durchzubrechen, um den nächsten Außenspieler anzuspielen und diese Position wiederum zu wechseln. Sollte ein Ballverlust sein, versuchen wir den Ball von der gegnerischen Mannschaft wieder zu erobern und ihr es nicht zu gestatten, ihr Durchlaufspiel gut zu gestalten. In der ersten Variante können wir jetzt die Kontaktzahl begrenzen. Das heißt, vom freien Spiel können wir runtergehen auf 3 Kontakte der Mittelspieler oder auf 2 Kontakte oder, wenn es ganz gut läuft, das Spiel versuchen direkt zu gestalten. In der zweiten Variante können wir jetzt das Außenanspiel beschränken. Und zwar, wenn die Mitte den Ball nach außen spielt, muss der Ball mit einem direkten Pass wieder in die Mitte zum eigenen Mitspieler gemacht werden, um die Position wechseln zu dürfen. Bisher war es ja so, dass wir den Außenspieler anspielen durften, der durfte den Ball annehmen und in die Mitte starten und es wurde ein Wechsel gestattet. Jetzt versuchen wir, das Spieltempo besser zu gestalten, die Übersicht des Außenspielers noch mehr hervorzuheben, indem dass wir ihm den Direktpass nur gestatten und nur wenn dieser Direktpass in die Mitte zu seinem eigenen Mitspieler ankommt, darf er die Position in die Mitte setzen.